Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Blau EP Bundle von T-Zone. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blau EP von T-Zone, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es ist ein sehr ungewöhnliches Bundle, zumindest was so die Optik und die Verpackung betrifft. Denn wir haben hier tatsächlich eine Papierverpackung, so einen braunen Papiersack, den man vielleicht kennt noch irgendwie so aus der Schulzeit bei Ausflügen, erinnert mich immer so an ein Lunchpaket. Rundum in braun, ganz schlicht gehalten. So sieht das aus. Und hier auf der einen Seite, auf der Vorderseite, wurde hier dann noch schwarz drauf gedruckt, T-Zone und Blau EP. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen, deswegen würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Das ist der Inhalt, der uns hier in diesem Lunch-Paket entgegenkommt. Und zwar haben wir hier einmal die Blau EP, ein Shirt und ein Armband. Und dann haben wir hier noch so diverse kleinere Sachen, Sticker und so weiter. Ja, jetzt ist das Ganze leer. Packen wir mal zur Seite und dann schauen wir uns das mal im Detail an. Also, das alles noch zur Seite. Wir haben hier Sticker und ein unterschriebenes Polaroid-Bild. So, das Armband. Und wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der EP an sich. Blau, so nennt sich diese EP. Hier unten lesen wir den Interpreten T-Zone. Passend zum Album bzw. zum EP-Titel hier auch das Cover. Also sieht so aus wie Meer von unten fotografiert und hier oben dringen dann so die einzelnen Sonnenstrahlen durch. Blau lesen wir auch hier wieder. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Und zwar haben wir hier 6 Tracks an der Zahl. 2 Features, eines von South Alpha und eines von KF. Dann hier noch die Logos und Beteiligten. Und dann schauen wir mal rein. Okay, also Booklet oder Credits oder ähnliches gibt es hier scheinbar nicht. Wir haben hier einmal die CD. Ganz schlicht hier in Blau und Weiß, auch wieder in dieser Meeresoptik, in dieser Wasseroptik. Und auch hier im Hintergrund nochmal zu sehen. Gut, soweit zur EP. Als nächstes haben wir hier ein Armband. Sieht so aus wie so ein klassisches Festivalbändchen hier, so in Blau und Weiß. Was lesen wir hier? Wir lesen hier Hashtag T-Zone Army. Und ja, dann haben wir hinten noch diesen weißen Plastikverschluss. Also ihr kennt das, man bringt das Ganze ans Handgelenk an. Und dann kann man hier mit diesem weißen Teil hier entsprechend die Größe anpassen. Sticker sind mit dabei. Diverse Formate und diverse Motive. Zweimal haben wir diesen hier, Scherz, in Schwarz und Weiß im Querformat. Dann haben wir zweimal diesen hier, also das abgewandelte Superman-Logo, in diesem Fall das T-Zone-Logo hier, T und Z. Die sind kreisförmig, also die kann man dann hier rauslösen. Einmal vorhanden dieser hier, schwarz-weiß quadratisch TZ. Und ebenfalls quadratisch haben wir dieses Polaroid-Bild hier mit einer Unterschrift. Allerdings, ich bin mir jetzt nicht sicher, es sieht für mich ja aufgedruckt aus. Also die Unterschrift hier dürfte nicht original sein, sondern die wurde hier meines Erachtens nach aufgedruckt. Und auf der Rückseite blank weiß. Also quadratisches Polaroid-Bild von T-Zone. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir hier noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Ein weißes Shirt und hier ganz einfach der Schriftzug blau, natürlich in blau. Auf der Rückseite ist das Ganze in weiß gehalten. Und wir haben es hier zu tun mit einem Russell in der Größe XL. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Größen damals frei wählbar waren. Aber ich glaube, es war dann irgendwie nicht mehr M oder nicht mehr meine gewünschte Größe verfügbar. Und dann gab es, glaube ich, nur noch XL. Deswegen habe ich damals XL genommen. Und wir haben hier
Wo steht's hier oben? 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Die Rückseite in weiß, also hier gibt es keinen Neckprint oder irgendwas. Ist komplett in weiß. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe meines Wissens damals frei wählbar. Dann haben wir dieses Polaroid-Bild hier, quadratisch. Diverse Sticker, einen quadratisch, zwei hier kreisförmig und zwei hier im Querformat. Das Bändchen hier, dieses Festivalbändchen mit T-Zone Army. Und natürlich die EP an sich mit 6 Tracks und 2 Features im Digipack. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Blau EP von T-Zone. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr T-Zone unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.